Manfred Neger, der ja kein Unbekannter ist und auch als Gutachter im Verkehrsausschuss des Bundestages auftritt, hat geäußert, es gebe keine demokratische Legitimation für den Ausstieg und Umstieg zu Stuttgart 21. Also, nach seiner Meinung sind wir hier auf verlorenen Posten und man kann sich nur wundern über dieses Demokratieverständnis, das hier doch gewaltig hinkt, wie ich meine. Aber darüber wird vielleicht Herr Nestorovic etwas mehr einsteigen im Ablauf. Ich werde ein paar Worte zur Einleitung sagen, dann wird Herr Nestorovic zu Ihnen über die besondere Konstellation in dieser etwas verworrenen Geschichte um Stuttgart 21 Stellung beziehen und im Anschluss daran Herr Roffenbauch eine Reihe von Hinweisen geben, die in den Blick genommen werden müssen, wenn es um Stuttgart 21 geht, weil es ganz reizvoll ist zu sehen, wie man aus einer verfahrenen Lage eben doch etwas sehr Kreatives, sehr Anspruchsvolles, Intelligentes machen kann, ohne dass man eine Fehlentscheidung, die gravierend ist, immer weiter fortschreiben muss. Genau darum geht es, nämlich das Motto, dass nicht immer und ewig Augen zu und durch die Dinge in ihrer Fehlerhaftigkeit noch fortgeschrieben werden. Fehler intelligent zu korrigieren, scheint ja für Regierende der Hut zu sein, wenn man die Phalanx ihrer Vertreter im Verkehrsausschuss ansieht, die Protagonisten und Profiteure des Bahnprojekts Stuttgart 21 sind und sich von daher wohl kaum, es wäre eine echte Überraschung, wenn sie sich eignen würden für die Aufklärung, die hier notwendig ist. Aufklärung eben auch in dem Sinne, dass es Grenzen gibt, die in der Politik dem Missbrauch der Macht sich entgegenstellen müssen. Dazu gibt es Gesetze, die selbst von den Parlamenten beschlossen sind und es gibt auch die Verfassung. Und wir wollen einfach nicht, dass auf Teufel komm raus eben die Dinge fortgeschrieben werden. Der Vorstandsvorsitzende der Bahn, Richard Lutz, hat ja am Tage nach seiner Wahl am 23. März letzten Jahres bereits erklärt, er sei finster entschlossen, das Projekt bis zu Ende durchzuziehen. Und erfreulich ist, dass nun diese Anhörung immerhin stattfindet im Verkehrsausschuss, dass also der Verkehrsausschuss weiß, er hat eine Funktion im parlamentarischen Zusammenhang wahrzunehmen, die ja auch gerade von den Medien eine ganz gewichtige Aufgabe im Ringen um den richtigen Weg hier sich darstellt. Ich möchte also in dem Sinne auch sagen, es gibt eine Reihe von Impulsen, die sind zum Beispiel sogar von Herrn Sarrazin gesetzt, als er sagte, er habe in seiner Zeit im Vorstandsamt bereits in krassem Maße wahrnehmen müssen, dass hier die Unwirtschaftlichkeit des Projekts bekannt war und er ist dann eigentlich gegangen, weil er das nicht mehr aushalten konnte, dass man Unwirtschaftlichkeit entgegen Aktienrecht und entgegen Sachverstand fortschreibt. Und es gibt dann Aussagen von Herrn Lieb, für die Grünen, aber das will ich jetzt nicht vertiefen, sondern will sagen, es gibt hier ganz wichtige Akzente neuerdings, die auch vom Verkehrsminister Herrmann eben beschrieben werden. Das sei Stuttgart 21 die größte Fehlentscheidung in der Eisenbahngeschichte. Das ist auch ein Wort. Nur fragen können wir uns ja allesamt fragen, ja und war es das dann? Können wir damit befriedigt nach Hause gehen? Oder sind wir,
wie gewisse Leute sagen, machtpolitisch so eng gekoppelt, dass wir nicht auf der Höhe der Zeit fragen dürften, ja, wo ist denn die Alternative zu der Fehlentscheidung? Das ist das, der springende Punkt. Und deshalb gebe ich nun weiter an Sie, lieber Herr Leskovic, in der Bitte, Ihren Teil wahrzunehmen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht in meinem Part, den ich hier heute übernehme, um Verantwortung zu übernehmen. Und zwar um strafrechtliche Verantwortung zu übernehmen. Es ist ja so, dass hier eine enorme Kostenexplosion stattgefunden hat und man muss kein Jurist sein, um sich zu fragen, hat das für irgendjemanden Konsequenzen? Und es gibt in der Tat einen Straftatbestand, das ist der Untreue-Tatbestand, der in seinen Voraussetzungen davon ausgeht, dass jemand, der über fremdes Vermögen verfügt, wenn er dann die ihm eingeräumte Befugnis missbraucht oder innerhalb eines Treueverhältnisses entgegen diesen Treuepflichten handelt, dass er sich dann strafbar macht wegen Untreue. Nur ist es so, dass der Maßstab dafür, wann ein Missbrauch stattfindet oder das Treueverhältnis verletzt ist, relativ unbestimmt ist. Also ich will Ihnen nur einfach vorlesen, also Sie sind ja alle in dem glücklichen Zustand, nicht Jurist zu sein und sich deswegen also mit diesen etwas sperrigen Formulierungen nicht befassen zu müssen. Bei uns ist es das Alltagsgeschäft. Ich lese Ihnen mal vor, damit man erkennt, wie unbestimmt eigentlich die Vorgabe ist. Ich versuche dann gleich zu erklären, warum das im gewissen Umfang auch notwendig ist und die damit verbundene Schwierigkeit. Also im Aktiengesetz gibt es eine Bestimmung, die also den Maßstab festlegt, wann unter Umständen also dieser Missbrauch stattfindet oder dieser Treuebruch. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Das ist ordentlich, was ist gewissenhaft. Da muss man natürlich erstmal prüfen, wann und unter welchen tatsächlichen Voraussetzungen diese Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Und dann nochmal, eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, auch interessant, dass man also eine Negation vornimmt, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung, darum geht es hier, vernünftigerweise annehmen dürfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft. Also es geht hier darum, was durfte er annehmen und vernünftigerweise annehmen und auf der Grundlage angemessener Informationen. Das bedeutet, wenn man also ein Projekt versucht umzusetzen, dann hat man natürlich Annahmen, Prognose. Und dann gibt es innerhalb dieser Annahmen und Prognosen Unsicherheit. Und da wird eigentlich einem Unternehmer oder jemand, der eine solche unternehmerische Entscheidung zu treffen hat, ein gewisser Spielraum eingeräumt. Und jetzt ist hier die entscheidende Frage, ist dieser Spielraum bei der Grundlage der Fakten, die zum Zeitpunkt der jeweiligen unternehmerischen Entscheidung gemacht wurde, sind die ausreichend geprüft und abgeprüft worden? Wie hat man sich dann auseinandergesetzt mit Gegenwirkungen? Und dazu hat Professor Böthe, ein bekannter Juraprofessor im Bereich der Wirtschaftskriminalität, ein umfangreiches Gutachten erstattet. Von mehr 30, das sind 32 oder 33 Seiten, 37 Seiten, gut 300 Seiten Anlagen, wo er sich genau sowohl mit den juristischen, rechtlichen Voraussetzungen auseinandergesetzt hat und wo auf der Grundlage der vielen Gutachten, die hier vorlagen, dann eine Bewertung vorgenommen hat. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einleitung eines strafrechtlichen Verfahrens evident sei. Diese Auffassung teile ich, nachdem ich dieses Gutachten gelesen habe, im vollen Umfang. Es ist evident, dass hier die Staatsanwaltschaft Berlin, die zuständig ist, ein Ermittlungsverfahren aufnehmen muss. Warum ist das evident? Man muss wissen, dass unsere Strafprozessordnung vorsieht, eine sehr geringe Eingangsstufe, Eingangshürde zu überwinden ist, wenn es darum geht, dass nur Ermittlungen eingeleitet werden. Das ist weit entfernt von einer Anklageschrift, und das ist auch noch weit entfernt von einer Verurteilung und noch weiter entfernt von einer rechtskräftigen Verurteilung. Es geht also praktisch nur um die Eingangshürde. Und da, die reicht aus, dass man tatsächliche Anhaltspunkte hat, die nach nach kriminalistischer Erfahrung eine Straftat möglich machen. Also ganz entfernt. Möglicherweise ist das eine Straftat, was ich hier an tatsächlichen Anhaltspunkten habe. Ich bin lange Strafrichter gewesen, also ich weiß nicht, wie Fälle ich erlebt habe, wo ich aus dem Ermittlungsverfahren schon gesehen habe, naja, also ob das so reichen könnte oder würde. Ich sehe 70% aller eingestellten Verfahren nicht als Richter. Das heißt also, diese Eingangshürde führt dazu, dass im Regelfall nur 30% der Verfahren überhaupt eine Anklage holen. Das zeigt eben, wie niedrig die Eingangsstufe ist. Bisher hat die Berliner Staatsanwaltschaft nichts unternommen.
Und jetzt ist hier die Besonderheit, dass die Zivilgesellschaft eigentlich diese Arbeit übernimmt und sagt, jetzt versuchen wir euch mal zu helfen. Und diese Hilfe, die hier eben stattgefunden hat oder stattfindet, ist eben dieses Gutachten. Wir haben eigentlich aus meiner Sicht nur einen vergleichbaren Fall bei uns in Norddeutschland, die Haas Nordbahn. Da hat der Rechtsanwalt Gerhard Strate auch erst ein wirklich sehr gutes Gutachten gemacht, in dem er versucht hat, also das Investitionsverhalten der Haas Nordbahn und der Vorstandsmitglieder anhand bestimmter juristischer und tatsächlicher Überlegungen dann auch sichtbar zu machen, hat die Strafanzeige, da haben wir der Staatsanwaltschaft gestellt und das ist auch zu einem Strafverfahren gekommen. Strafverfahren ist allerdings dazu geführt, dass sie freigesprochen worden sind und der Bundesgerichtshof das wieder aufgehoben. Das macht Ihnen eigentlich schon deutlich, also auch dort ging es um genau diese schwierigen Fragen, da ging es auch um diesen Paragraph 93 des Aktiengesetzes, sodass Sie sehen, wenn es Menschen gibt, die aufgrund einer bestimmten Befugnis über fremdes Vermögen verfügen, dann müssen sie auch zur Verantwortung gezogen werden können. Allerdings innerhalb dieser sehr schwer zu greifenden, wie wir sagen, unbestimmten Rechtsbegriffe. Und der Bundesgerichtshof hat eigentlich, wie ich finde, eine sehr schöne Metapher gewählt und hat gesagt, naja, die rote Linie ist überschritten, wenn man nach der Art eines Spielers einfach zockt mit dem fremden Vermögen. So, und das ist jetzt die schwierige Aufgabe für die Staatsanwaltschaft, später auch für ein Gericht, wenn es zur Anklage kommt, genau diese Grenze festzulegen. Man muss wissen, dass wir als Juristen ja keine Volks- und Betriebswirte sind. Es gibt auch Kollegen, die das auch studiert haben, aber im Regelfall ist das nicht der Fall. Und dann dort eine klare Festlegung im Einzelfall zu treffen, ist schwierig. Aber Sie sehen ja, dass der Bundesgerichtshof dann also auch wieder die Entscheidung des Hamburger Landgerichts aufgehoben hat. Wir haben zwar auch nicht dazu festgestellt, haben gesagt, die Sache ist so weit. Was ich hier erwarte, ist, dass die Berliner Staatsanwaltschaft endlich angesichts dieses Gutachtens Ermittlungen aufnimmt. Und dazu möchte ich noch abschließend auf Folgendes hinweisen, was mich also wirklich schon seit, ich habe das seit Jahrzehnten ärgert. Dass man von der Unabhängigkeit der Justiz spricht, das ist eine Fata Morgana. Die gibt es. Es gibt nur die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter. Die schlichte Kulturtechnik des Lebens öffnet schlichtweg, wenn man ins Grundgesetz kommt, steht in Artikel 92 drin, die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anerkannt. Steht nicht drin der Justiz, den Richtern. Und dass das personale Element, die Richterinnen und Richter, kein Staatsanwalt, ist mit diesem Unabhängigkeitsprivileg versehen. Sondern es sind nur die Richter im Grundgesetz als auch anvertraut. Also wirklich das institutionelle Moment, Justiz hervorgehoben, sondern das personelle Moment. Diese Menschen, diese ganz konkreten Menschen, diese Menschengruppe, ist es die Unabhängigkeit, die sich in Anspruch nehmen kann. Für Staatsanwälte geht etwas völlig anderes. Es gibt zwei Paragraphen im Gerichtsverfassungsgesetz. Im ersten steht drin, die Staatsanwälte müssen das tun, was die Vorgesetzten sagen. Ganz schlicht, dieser ganz schlichte Antragssatz. Müssen also den Anordnungen der Vorgesetzten folgen. Und in Paragraph 147 steht drin, Aufsicht und Leitung und Lenkung, auch nicht hier jetzt bezogen auf das Land Berlin, dem Justizsenator. Der Justizsenator ist derjenige, der ganz konkret der Chef der gesamten Staatsanwälte sind. Aufsicht und Lenkung. Die meisten wissen das nicht. Dahinter verstecken sich auch die Justizsenatoren, auch die Landesjustizminister, indem sie sagen, so hat hier auch die Landesjustizverwaltung reagiert, als diese Frage schon mal aufkam, und gesagt, das wäre ungewöhnlich. Das, was eigentlich vom Gesetz vorgeschrieben wird, wird von denen als ungewöhnlich. Völlig zutreffend bezeichnet, weil das tatsächlich sowohl bei den Journalisten, aber auch bei den Menschen dieser Republik diese Fehlvorstellung herrscht, das ist eine Unabhängigkeit der Justiz. Es gibt sie nur, also machen sich die Freude, heute einen echten Erkenntnisgewinn mitzunehmen, der daran besteht, zu sagen, das stimmt nicht. Und Sie können es ganz schlicht und ergreifend durch Lesen überprüfen. Lesen sich diese Paragraphen, das sind im Gegensatz zu sonstigen Sätzen von Juristen ganz schlichte Aussagesätze. Subjekt, Prädikat, Objekt, und beschlossen. Und da steht das so drin. Und es geht so. Und dass Justizsenatoren oder Justizminister und Ministerinnen sich dahinter verstecken, das ist der eigentliche Skandal. Also, dass jemand sagt, das ist ungewöhnlich, das stimmt, das ist die Empirie, das ist so. Und das ist eine Flucht aus der Verantwortung, die durch das Gesetz zugewiesen ist. Das Gesetz hat denen Aufsicht und Lenkung zugewiesen. Ich erinnere an Herrn Maas und Netzpolitik.org, nur dass man weiß, also dieses Problem taucht gelegentlich immer wieder auf. Bei Netzpolitik.org hat Herr Maas noch damals Justiz gemacht, das ist alles Sache der Justiz. Frau Merkel hat das gesagt, das ist auch alles Sache der Justiz, als es um die Frage geht, ob wegen des CIA-Folterreports bei uns Ermittlungen einschauen. Das stimmt nicht, das ist alles Sache der Politik gewesen. All diese Dinge sind Sache der Politik gewesen, weil nämlich die Politik das entscheidet durch ihre
zuständigen Minister oder hier in Berlin der Senator. Also bei Netzpolitik.org hat Herr Maas nachher umgeschwungen, ist er nachher merkte, dass sich die Stimmung, nachdem Herr Maas diese Strafanzeige gestellt hatte, hat sich die Stimmung verändert und er hat eine Range entlassen. Und alle irgendwie empört, auch Herr Langer war empört, obwohl er die Rechtslage kennt, das Generalstaatsanwalt. Gehen Sie mal auf die Seite des Generalbundesanwalts, da steht drin, der ist politischer Beamter, der kann jederzeit ohne Gründe entlassen werden. Das geht mit dem Richter, kann man nicht ohne weiteres sein, also gibt es eine Richteranklage. Das ist ein völlig anderes Prinzip, weil es ist irgendwie der Politik gelungen, auch für mich gespenstische Weise und unerklärlich, die Menschen in ihren Köpfen mit den Gedanken zu besetzen, es geht um die Unabhängigkeit der Justiz und die politische Verantwortung, die eigentlich hier die Justizsenatoren oder die Justizkommissare, die existieren. Also im Kern geht es hier heute darum, dann schließe ich auch, um Verantwortungsübernahme. Sowohl Verantwortungsübernahme für diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, ob jetzt unter Umständen nicht aussteigen können und dadurch unter Umständen weitere Kosten produzieren und damit im Grunde genommen die möglicherweise vorhandene Strafwürdigkeit ihres Verhaltens noch perpetuieren, also weiterhin verfestigen. Und es geht um die Verantwortung auch der zuständigen Politik hier in Berlin, des Justizsenators und auch der Generalstaatsanwältin, die ich beide sehr schätze, ich kenne beide, schätze die und wünsche mir und fordere das auch, dass sie ihrer Verantwortung, die ihnen durch das Gesetz zugewiesen ist, dass sie der gerecht werden und hier aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt Justizsenator würde oder meine Staatsanwälte würden Nein sagen, würde ich sie anweisen, das zu tun, nämlich hier Ermittlungen aufzunehmen. Damit ist noch nicht entschieden, wie die Sache im Ergebnis ausgeht. Aber das ist ja der Sinn eines Ermittlungsverfahrens, das ist ja der Begriff schon da, dass man ermitteln soll, dass man feststellen muss, Fakten sind da, tatsächliche Anhaltspunkte sind da. Man muss das Gutachten nur lesen, das kann man auch gut verstehen. Man muss dann eben das umsetzen, was man im Gutachten schon als Handreichung, also auf ein Silbertablett serviert bekommen hat. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Also diese Form von Arbeitserleichterung für die Staatsanwaltschaft, da müssen Sie endlich tätig werden. Jeder weiß, der sich mit diesem Straftatbestand, ich habe das ja versucht eben anzudeuten, auseinandersetzt, dass es schwierig ist. Es werden umfangreiche, schwierige Ermittlungen. Und niemand weiß, was dabei rauskommt. Aber das darf nicht am Anfang der Überlegung stehen. Am Anfang der Überlegung steht, wie tatsächlich ist das Gesetz. Tatsächliche Anhaltspunkte, Möglichkeiten einer Straftat, beides aus meiner Sicht evident gegeben. Und dann muss man ein Ermittlungsverfahren einleiten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Und sagen, gegen wen diese Bahn, gegen wen die eingeleitet werden sollen? Ja, also die Strafanzeige vom Februar 2017, die ich zusammen mit Dieter Reicherte, einem Vorsitzenden Richter AD, erstattet habe, die ist gerichtet gegen den Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Und im Februar diesen Jahres ist noch zusätzlich wegen der Entscheidung vom 26. Januar 2018 Strafanzeige gegen die Aufsichtsräte und gegen die amtierenden Vorstände erstattet worden. Ich ergänze insofern, dass die Februaranzeige vom letzten Jahr sich auch gegen die früheren Amtsvorstände Gruber und Käfer richtet. Gestatten Sie, dass ich noch zwei Aspekte ergänze zu den Anknüpfungen an das, was Herr Neskowitsch erklärte, hinzufüge. Zum einen ist für mich faszinierend, dass es die politischen Laufbahnen eigentlich damit eröffnet werden, dass man einen Amtseid leistet, Schaden von der Allgemeinheit abzuwenden. Und dieses Schaden abwenden müsste auch politisch nach meinem Gefühl heißen, dass man in jedem Falle darauf hinsieht, ob jetzt beim Thema Ausstieg und Umstieg Milliarden Euro vermeidbar, der Schädigung vermeidbar sind, wenn man intelligent umsteigt, indem man nämlich erfolgte Investitionen auch teilweise nutzt und in eine ökologische, sinnvolle und klimapolitisch wichtige Neuorientierung umsteuert. Und das Zweite ist noch der Aspekt, ich hatte vor wenigen Jahren ein Gespräch mit Herrn Dr. Dirk Behrendt, als er noch in der Opposition war. Er ist jetzt der Justizsenator des Landes. Und da hat er mir, als damals noch Herr Heilmann der Justizsenator war, erklärt, also nach seiner Überzeugung müsse die Staatsanwaltschaft nach Gesetz und Recht entscheiden, also nicht nach politischen Vorgaben oder politische Vorgaben zumindest irgendwie neutralisieren. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, aber man kann daraus eigentlich
heraushören, dass er nach dem Anspruch gehen möchte, die Staatsanwälte sollten in ähnlicher Weise wie die Richterschaft sich an den Willen des Gesetzes halten und nicht sich Spielräume eröffnen, indem sie den Großen, die auch unwahrscheinliche Boni kassiert haben und die dann abgegangen sind mit hohen Abfindungszahlungen, dass man da sich wegduckt, im Unterschied zu den kleinen Leuten, die in der modernen Justiz eben gerne hart an die Kandare genommen werden. Das ist nur eine kleine Ergänzung und damit leite ich darf über. Ich noch ganz damit kein Missverständnis entsteht. Wenn ich die Verantwortlichkeit des Justizsenators hier anführe, der kleinen Staatsanwalt, dann müssen die natürlich selbst entscheiden. Und die können ja zu dem Ergebnis kommen, dass keine Ermittlungen aufgenommen werden. Aber sie müssen den Mut haben, darum geht es, oder das als Selbstverständlichkeit ansehen, dass sie diese Entscheidung auch treffen. Sie sollen keine politische Entscheidung treffen, sondern sie sind Juristen beide. Und sie können beide, so wie ich auch, entscheiden. Also das läuft entweder in eine oder in die andere Richtung. Aber sie dürfen sich nicht von dieser Entscheidung drücken und sagen, das sollen die mal lieber machen. Und wir waschen unsere Hände in Unschuld. Darum geht es. Allein darum. Es geht nicht um das Ergebnis. Es geht nur darum, dass man sich jetzt den Entscheidungsprozess raussetzt. Das halte ich eben für verfehlt. Ich würde gerne noch wissen, was genau heißt Evidenz? Evidenz heißt ganz offenkundig. Also das fällt gerade ins Auge. Ich würde sagen, fällt ins Auge. Also da, wenn man das gelesen hat, dann kann man eigentlich nur sagen, also ich spreche für mich, das ist meine Subsumption, ich habe das gelehrte. Das ist evident, das ist auch die Auffassung von Professor Goethe. Wenn Herr. Also es ist naheliegend. Ja, naheliegend, ja, ganz naheliegend. Ja, also das wäre jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt. Also das meine ich, mein naheliegend. Ja, also als Beispiel, um das zu untermauern, es gibt ein Votum vom Februar 2013 aus dem Verkehrsministerium, das damals zur Überraschung von Herrn Lamsauer seine Fachleute als eine Vorgabe für die drei Staatssekretäre, die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat sind, erstellt haben. Und da steht drin, es fehle an belastbarem Zahlenmaterial, also das heißt auch evident, ist nicht, dass man hier auf Alternativen nicht eingeht, sondern Alternativen seien unbedingt zu prüfen und Verhandlungen mit den Projektpartnern zu führen, um dann zu sehen, wie denn das finanziell sich auswirken könnte. Also man hat damals umfangreich darauf hingewiesen, dass das, was, da war ja der Sprung um 2 Milliarden nach oben, ja, und wenn man, da gab es Workshops, da gab es über 100 Fragen, die an die Bahn gerichtet wurden und. Es war eine ganz heiße Phase von 12. Dezember 2012 bis 5. März 2013. Ich habe ja auch einen Prozess gegen das Kanzleramt geführt und die Vermerke, da sind 5 Vermerke an die Spitze, an die Kanzlerin und an Bofalla gegangen und dann wurden gewisse Dinge entschärft. Und das war in dem Stadium, als diese Botschaft vom Verkehrsministerium an die Staatssekretäre kam, also unbedingt Alternativen prüfen und das ging an die Kanzlerin gleichzeitig. Da war eine Woche später, hat die versammelte Führung der politischen Bundesregierung von Schäuble über alle Rappen und so weiter, will ich jetzt nicht vertiefen, aber haben gesagt, es muss unbedingt weitergebaut werden. Und da ist eine Dominanz der Politik über die Bindung des Aufsichtsrats an gesetzliche Vorgaben, die Herr Meskowitsch vorhin genannt hat. Es muss zum Wohle der Politik entschieden werden, aber nicht so entschieden werden, dass man sich fragt, hat es einen politischen Nutzen für die Führung? Ist die Debatte unerwünscht ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl? Das durfte nicht die Perspektive sein und damit war das Gesetz widrig und auch bekräftigt durch das Votum des Verkehrsministeriums, das klar und deutlich war. So, das noch als kleiner Einschub. Hat sich denn die Staatsanwaltschaft in Berlin schon zu dem Bülte-Gutachten in irgendeiner Weise verhalten? Nein. Also das Bülte-Gutachten liegt seit Ende April der Generalstaatsanwaltschaft vor. Das ist bei einer gründlichen Prüfung nicht zu beanstanden. Das ist ja auch die Frage, wie viele Leute sind da dran. Es war bisher immer nur eine Staatsanwältin damit befasst. Das ist ja auch interne Abstimmungsfrage.
Fragen, die sich damit verbinden. Und wir haben dann auch noch nachgeliefert zu einer Reihe von Fragen, bis hin jetzt zu den Dingen, die nach dem, die eben noch bekannt geworden sind. Und ich nehme an, auch die Ergebnisse aus dem Verkehrsausschuss, das da jetzt präsent ist, das Votum von Richard Lutz, das er am 18. April im Verkehrsausschuss abgegeben hat, ist auch an die Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft gegangen. Und dann findet ja auch ein, in dem Sinne, wie Herr Neskowitsch gesagt hat, auch eine Rückkopplung mit der Senatsverwaltung in der Regel bei politisch sensiblen Vorgängen statt. Aber wie er schon sagte, Ermittlungsbedarf ist hochgradig vorhanden. Aber das jetzt Anfang Juni ist, finden Sie doch nicht so sehr ungewöhnlich, dass Sie seitdem nichts mehr gehört haben? Naja, also ich sag mal so, ich hatte auf die Vorgänge vom 26. Januar hatte ich am 12. Februar eine Neuanzeige erstattet und habe dann eine Woche später eine Einstellung der Anzeige bekommen. Da wusste ich, was Sache ist. Und wenn es jetzt nicht eine Woche dauert, sondern mehrere Monate, das heißt von, es ist Mai, Juni, das sind 4, 5, 6 Wochen, ist das noch, ist also noch relativ wenig bei einem so umfangreichen, komplexen Vorgang. Also ist die Aufforderung an Sie, also öffentlichen Druck zu machen. Also ich bin ja auch längere Zeit in der Politik gewesen. Es gibt keine Währung, die für Politiker wichtiger ist als die des öffentlichen Drucks. Weil jeder, der hier im Raum ist, sich mit Politik befasst. Wenn das Ton geschrieben wird und kein Thema ist, dann geht es eine Einstellungsverfügung leichter raus, als wenn man weiß, also man steht oder in der Beobachtung. Also ich kann nur hoffen, dass wirklich, das ist auch meine Erwartung, das ist eigentlich keine Hoffnung, das ist meine Erwartung. Und da ich ja auch hier die beiden Akteure also so kenne und auch Personen, die sie noch viel besser kennen als ich, gehe ich da, hoffe ich nur einfach und erwarte auch, dass hier Ermittlungen aufgenommen werden. Ansonsten wäre ich überrascht und auch einfach auch enttäuscht. Weil ich erwarte, ich will das mal so sagen, mich hätte als Politiker das Amt des Justizsenators oder des Justizministers eigentlich nie so richtig interessiert. Weil man hat als Justizsenator oder Justizminister eines Landes relativ wenig zu tun. Was für die Knäste verantwortlich, da hat man kein Geld und kann keine vernünftige Resozialisierungspolitik betreiben. Die Richter sind unabhängig, das sind das Grundsätzliche, das wollen die Staatsanwälte, sind es zwar nicht, aber die wollen es so sein und wollen auch so behandelt werden. Was haben sie denn noch an Tätigkeiten zu machen? Also es ist irgendwie ein etwas trostloses Feld. Und die einzige richtige also Verantwortung, die man nehmen muss, wäre wirklich Aufsicht und Lenkung, so wie es im Gesetz drinsteht, bei der Staatsanwaltschaft vorzunehmen. Also dann muss man auch richtig Standing haben, dann muss man auch richtig Kraft haben, um wenn man gegen dieses Vorurteil ankämpfen muss. Das ist schon dann eine spannende Aufgabe. Und ich kenne eben bisher in der Republik leider keinen Justizminister, der sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene geschafft hat, das also auch ins Bewusstsein sowohl seiner Staatsanwaltschaften zu treiben, als auch in die Öffentlichkeit. Das bedauere ich. Aber ich habe ja heute Gelegenheit gehabt, ein bisschen wieder abzubauen. So, und damit komme ich endlich zu Herrn Hannes. Ja, also, ich habe heute Mittag nochmal die Gelegenheit, deswegen kann ich es vielleicht kürzer machen. Ich will so anfangen, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob bei dem Spruch von Herrn Lutz, dass er finster entschlossen Stuttgart 21 bauen will, er an Erich Kästner gedacht hat und sein kleines Gedicht, ob Sonnenschein oder Sternengefunkel im Tunnel, es ist immer dunkel. Ich sehe den Job von der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 und das meine ich jetzt, ich persönlich seit 1997, eigentlich darin, Licht ins Dunkel zu bringen, was bei diesem Projekt tatsächlich läuft. Wir haben das gerade jetzt bei den juristischen Tatbeständen, die da eventuell im Raum stehen, gehört, wie wir da heißen Herbst dran sind und dran arbeiten, Aufklärung zu schaffen. Ich habe den Job, das heute im Bundestag aus verkehrlichen Gesichtspunkten zu machen. Ich könnte es mir da leicht machen und eigentlich sagen, liebe Leute, im November 2010, damals zu den Hochzeiten des Stuttgart 21 Widerstands nach dem 30.09. Hunderttausende, wenn man die Demos zusammenzählt, aber an einer einzelnen Demo waren es da in der Tat auch über 100.000 Menschen unterwegs in Stuttgart gegen die Arroganz der Macht, die hier dieses Projekt mit allen Mitteln und notfalls, mit, wie wir heute wissen, nicht nur mit unverhältnismäßiger Polizeigewalt durchsetzen wollte, sondern auch einem rechtswidrigen Polizeieinsatz damals durchgesetzt hat.
Ich habe mir die Stellungnahme von damals angeschaut. Ich könnte die 1:1 wiederholen. Es sind die gleichen Sachverhalte wie damals ungeklärt und von unserer Seite unsere Thesen zutreffen. Stuttgart 21 ist weiter nicht fertig geplant, nicht fertig genehmigt. Deswegen kann es auch nicht fertig finanziert sein. Und deswegen ist es schon gar nicht fertig gebaut, auch wenn durch die Baumaßnahmen, die gerade stattfinden, vielleicht psychologisch das Bild entsteht, dass da schon Stuttgart 21 eigentlich fertig sei. Das ist es bei weitem nicht. Ich will es mir aber nicht so leicht machen und das einfach wiederholen, sondern wir in der Bürgerbewegung nehmen unseren Job, Aufklärung zu schaffen, ernst. Inzwischen ist klar, dass wir, ich weiß nicht, der Ausschussvorsitzende hat gesagt, die 90% der Fälle recht hatten mit unseren Vorwürfen gegen dieses Projekt. Zumindest was die Kosten, die Zeitpläne angehen, aber auch unsere Sicherheitsbedenken, sind die immer wieder vielfältig bestätigt worden, auch durch Umplanungen der Bahn AG. Und ich halte davon fest, auch was Kosten- und Zeitverzug angehen wird, wird das, was die Bahn AG jetzt einräumt, nicht reichen. Das Wesentliche, warum wir heute da sind, ist etwas, was ich glaube, in einer Demokratie, die ich als die intelligenteste und am weitesten entwickelte Staatsform halte, notwendig ist, wenn man Projekte von so einem gigantischen Aufwand treibt. Dann kann man die ja mal 94 beschließen, in einer Euphorie, die Projektführer damals vielleicht zu Recht hatten. Wenn man dann aber feststellt, im Laufe der Zeit, dass alle Hoffnungen, alle Versprechungen, die man auf dieses Projekt gesetzt hat, so enttäuscht werden, bei Kosten, bei Leistungsfähigkeit, bei Bauzeiten und was die Sicherheitsprobleme von Brandschutz bis Überflutungsgefahr angehen, verweist dann nur kurz auf den Sternartikel. Dann sich in einer Demokratie nicht zu fragen, beziehungsweise sogar so weit zu gehen, dass man in einer Demokratie das Recht, über Alternativen und Umstieg nachzudenken, denjenigen, die das tun und sich dazu Gedanken machen, in Absprache zu stellen, als nicht demokratisch legitimiert, das finde ich ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis. Planungen von 94, da kann sich und da hat sich die Welt gewaltig weiterentwickelt und wir stehen heute auch vor anderen Herausforderungen, was zum Beispiel Pariser Klimaabkommen angeht, was die Tatsache angeht, dass wir, dazu gehört der Stuttgart, unbedingt etwas bei der Luftreinhaltung tun muss, die Bundesrepublik, auch das Land Baden-Württemberg sind daher verplant. Also wir wissen heute, dass wir deutlich mehr Schienenverkehr damals, wie damals geglaubt, auf der Schiene brauchen. Und das heißt, da hat sich jetzt nicht nur die Tatsachenbasis des Projektes weiterentwickelt, sondern auch die Welt darum, die Notwendigkeit, eine Verkehrswende, ein leistungsfähiges Schienennetz in ganz Deutschland hinzukriegen, weiterentwickelt. Und in dem Zustand, in dem wir heute sind, vor den gigantischen Herausforderungen von Klimawandel, sauberer Luft, im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen doppelt so viele Menschen auf der Schiene haben, in so einer Situation ein Projekt zu bauen, wo der Bahnchef selber sagt, wir würden das heute nicht mehr bauen. Das Ding ist unwirtschaftlich. Da können die Juristen ermitteln, wie, aber sage ich, das ist ein politischer Skandal. Wir haben Aufgaben zu bewältigen im Interesse des Allgemeinwohls, was den Schienenverkehr angeht. Und hier Geld für unwirtschaftliche Projekte auszugeben, ist ein Schaden am Allgemeinwohl, weil es volkswirtschaftlich, klimarelevant, verkehrsrelevant deutlich wichtigere Projekte in der Bundesrepublik gibt. Und jetzt kann man sich, und das ist das Paradoxe an der Situation, das nicht erklären, warum die Bahn AG und die politischen Mehrheiten gegen die reale Faktenbasis weiter an diesem Projekt festhalten. Eine Spekulation von mir ist es, dass es im politischen Geschäft sehr bitter ist, jetzt mache ich dieses Geschäft auch schon sehr lange, auf einer anderen Ebene Fehler zuzugeben. Zu sagen, wir haben damals Fehler gemacht. Man hat Angst vor dem eigenen Ruf, man hat vielleicht Angst vor Gesichtsverlust. Und ich finde das eine paradoxe Situation, weil eigentlich ist der Umgang mit Fehlern, mit eigenen Fehlern und der Tatsache, dass man aus Fehlern lernen kann und was besser machen kann, eines der wichtigsten Grundlagen für eine lernfähige Demokratie. Und wir haben auch gelernt als Bürgerbewegung, wir sagen nicht, wir wollen die alten Debatten von 2010, alles oder nichts, sondern wir kommen heute im Bundesverkehrsausschuss und sagen, es mag ja sein wie in der Ehe. Man ist irgendwann mal mit Herzflattern da reingestartet und großen Erwartungen
hat sich aneinander gebunden, muss aber feststellen, dass nach vielen Jahren das gemeinsame Projekt nicht mehr trägt. Ob der eine dann da fremdgegangen ist und Untreue gemacht hat oder sowas, das müssen die Juristen ja sagen. Aber irgendwann kann man, und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt zum Schluss kommen, dass man sagt, um die Kinder, um das, was wir da in der letzten Zeit, um unsere Freundschaft, um unsere weitere professionelle Zusammenarbeit, die die Bundesrepublik braucht, um den Frauenverkehrsmittel nicht zu gefährden, liebe Leute, da scheiden wir uns lieber. Und stellen fest, dass bestimmte Kinder dann vielleicht auch schon flügge geworden sind, wie die Neubaustrecke. Die steht heute nicht mehr zur Disposition. Da sind ja auch gute Sachen passiert. Und das ist im Endeffekt der Kern vom Umstiegskonzept. Wir sagen, ja, wir scheiden uns zwar von der alten neuen Herz-Europas-Geschichte. Die ist passé, die funktioniert nicht mehr. Das war ein Fehler. Aber das, was gut ist, was wir geleistet haben mit Stuttgart 21, zum Beispiel die Neubaustrecke, die binden wir leistungsfähig in den Kopfbahnhof ein. Wir können das Gleiche tun und das verlangt auch der VCD, die Verkehrsexperten des VCDs, zum Beispiel mit den Zuführungen aus dem Neckartal von Bad Cannstatt aus, mit der neuen Neckarbrücke. Eine gute Möglichkeit, um hier leistungsfähig, langsam und schnell Verkehr zu trennen, S-Bahn-Verkehr über die Neckarbrücke, über die neue fahren zu lassen, leistungsfähig in den Kopfbahnhof einzubinden, oberirdisch fahren zu lassen, also braucht man im Gleisvorfeld, taucht es ja dann in die S-Bahn ab. Das funktioniert, wenn auch noch die restlichen Tunnel unterm Rosenstein demnächst festgestellt werden. Wir können also mit dem Umstiegskonzept reagieren darauf, auf die Tatsache, dass in den letzten Jahren in der Tat auch was in Stuttgart sich bewegt hat. Wir sagen nicht, wir treten alles in die Tonne, sondern wir sagen, das, was gut an Stuttgart 21 ist, das wollen wir weiter nutzen. Das, was aber falsch ist, was nicht funktioniert, liebe Leute, das sparen wir uns und nehmen das Geld und investieren es dort, wo es wirklich notwendig ist, damit die Kids groß werden, damit wir ein leistungsfähiges und gutes Schienennetz in Stuttgart entwickeln. Und das sind eben die Zulaufstrecken. Und es ist nicht die wahnwitzige Idee, den Bahnhof zu versenken, sondern es sind die Zulaufstrecken. Deswegen sagen wir im Umstiegskonzept, wir müssen die Neubaustrecke, die ehemalige, also jetzt ist es immer so nah, aber von Mannheim nach Stuttgart komplett bis Stuttgart fertig bauen. Wir wollen, dass sie nicht irgendwo vor Zuffenhausen endet, sondern wir wollen, dass die leistungsfähig in den Kopfbahnhof eingebunden wird. Weil das ist, wenn man die Klimaziele ernst nimmt, ein riesen Nadelöhr für die Zukunft und in allen Planungen. Und man kann, und das ist auch der Schluss des VCDs, wenn man dieses Nadelöhr beseitigt, dann aber nicht mit einem zu kleinen Tunnel oder Bahnhof operieren. Das wäre nicht zukunftsfähig. Wenn man diesen Flaschenhals auflöst und aufbaut, dann geht da wirklich mehr auf dieser Verbindung, nur dann ist der Tiefbahnhof zu klein. Das Problem haben wir nicht, weil wir sagen, wie ich es vorher gesagt habe, das, was nicht funktioniert, und das ist der Tiefbahnhof, den sparen wir uns. Das in dieser Idee, in dieser Kürze, ist die Idee vom Umstiegskonzept. Wir haben uns da weiterentwickelt. Wir machen, glaube ich, heute ein Angebot an die politisch Verantwortlichen zum Wohle des Schienenverkehrs und damit der Allgemeinheit in Deutschland bei diesem Projekt umzusteigen, was Existierendes und gut Funktionierendes, das, was bereits an gutem Zusätzlichen gebaut wurde, zu verbinden und zu etwas zu machen, was leistungsfähiger sein wird, wie Stuttgart 21 jemals sein kann. Das ist unser Angebot heute und ich glaube, es ist so ein gutes Angebot, da braucht keiner Angst haben, einen politischen Gesichtsverlust, sondern da wird für mich dieses Bild, weil ich mir eigentlich Demokratie vorstelle, als lernfähige Demokratie mit so einem Alternativangebot tragfähig, umsetzbar und ein starkes Zeichen der Zukunftsfähigkeit, wenn Selbstkorrektur, wenn Lernen aus Fehlern in politischen Gremien endlich möglich wird und das zum Wohle des Schienenverkehrs der Menschen. Ja, sehr herzlichen Dank, lieber Hannes Ruckenbauch. Darf ich Sie bitten, Fragen zu stellen? Soweit sind da jetzt Fragen anschließen. Bitte schön. Ich würde gerne wissen, es ist ja schon bekannt geworden, die Stellungnahme von Herrn Sarrazin heute Mittag. Gibt es jetzt Rückenwind für die Frage nach Ermittlungen? Denn er sagt ja ganz klar, dass die Verantwortlichen bei der Bahn schon von Anfang an wussten, dass das alles nicht funktioniert finanziell.
Ja, das ist ein weites Gebiet. Wir reden ja über, ich habe gesagt, tatsächliche Anhaltspunkte. Also auch eine solche Meinungsäußerung von einem Insider ist ein tatsächlicher Anhaltspunkt. Das ist keine Vermutung. Man kann ihn als Zeugen hören und dann die Fragen, die man in dem Kontext hat, auch an ihn stellen. Aber das setzt erst voraus, dass ein Ermittlungsverfahren läuft. Ich darf das insoweit ergänzen, als wir Beweisantrag bei der Generalstaatsanwaltschaft am 6. Juni gestellt haben und in Bezug auf diese schriftliche Stellungnahme von Herrn Sarrazin zu den wichtigen Punkten zu vernehmen, da es in der Tat so ist, dass eben er sagt, es war Tradition bei der Bahn, dass man die Verhältnisse schön fährt, je nachdem, wie sie politisch gewollt sind und eben um das ein Projekt nicht politisch zu gefährden. Richtig ist nur, dass es eben 8 Jahre vor dem Zustandekommen des Finanzierungsvertrags gewesen ist, also im Vorlauf. Aber die Bahn leugnet auch diesen Aspekt und insoweit schließe ich mich Herrn Meskowitsch an, dass es in der Tat relevant ist, weil es das Credo ist, das er gewissermaßen auch als Spitzenvertreter der Bahn hier gegeben hat, was sich im Übrigen auch genau deckt mit dem, dass Herr Hartmut Bäumer im Dezember 2012 in der Stuttgarter Zeitung, wird darüber berichtet, gesagt hat, es gab ein ständiges Verschweigen und Herunterreden von Fakten und Risiken. Und das entspricht genau dem, was Herr Sarrazin sagt. Jetzt bitte sehr an Sie. Ja, Sauer Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau. Herr Rockbauer, ich würde gerne wissen, welche Kapazitäten Sie sozusagen diesen 32 Zügen pro Stunde entgegensetzen mit Ihrem Alternativkonzept und auch vielleicht nochmal ein bisschen was zu den Kosten. Ich habe versucht, das in Schnelle zu lesen, aber ein bisschen viel Text. Also was würde es kosten, vermutlich, auch wenn das schwierig ist, zu sagen, wenn der Stuttgart 21 tatsächlich zu Ende gebaut würde und was würde das kosten, was Sie vorschlagen? Also wir haben den gigantischen Vorteil, was die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofes angeht, dass wir da real gefahrene Fahrpläne aus der Vergangenheit haben. Wir brauchen keinen Stresstest, wir brauchen keine Simulationen, wir wissen ja inzwischen, wie viele Parameter sind inzwischen über 200 Einwände gegen den Stresstest von Herrn Engelhardt formuliert worden, die Bahn hier auch nicht entkräften und widerlegen könnten. Also so Sachen wie, dass Verspätungen ab 5 Minuten gekappt werden, damit so ein Fahrplan überhaupt funktioniert. Alles diese Spekulationen und Simulationen brauchen wir nicht, um eine Abschätzung machen zu können, die hinterlegt ist mit real gefahrenen Zügen. Und das sind 46 Züge in der Spitzenstunde, die beim Kopfbahnhof schon mal gefahren sind. Jetzt ist das noch keine Obergrenze. Ja? Das ist nur schon mal Tatbestand, dass das schon mal funktioniert hat. Jetzt kann man, und da gibt es Untersuchungen von Fiege und Rössler, da gibt es aber auch Untersuchungen vom Landesverkehrsministerium, sagen, die schätzen die Kapazität des Kopfbahnhofes bei etwa 50 Zügen in der Spitzenstunde ein, mit Verbesserungen im Gleisvorfeld. Ich habe vorher angesprochen, dass wir die auch noch vor allem in den Zulaufstrecken sehen. Und zum Beispiel dann der neuen Neckarbrücke dann auch von Bad Cannstatt aus haben. Und wenn wir das von Zuffenhausen, von da wo die Neubaustrecke Mannheim endet, bis Zuffenhausen, Feuerbach, Stuttgart dann fertig machen, dann haben wir da auch nochmal die Leistungsfähigkeit gesteigert. Dann schaffen wir über 50 Züge und damit mehr, wie ich sagte, wie der Stresstest unter zweifelhaften Prämissen und Annahmen einer virtuellen Simulation, wo heute bis jetzt Transparenz und öffentlich diese Simulation noch keiner nachvollziehen könnte. Und SMA hat nicht die Simulation gemacht an der Stelle, sondern sie haben das auditiert. Das heißt, sie haben Prämissen überprüft, aber die haben die Simulation nicht gemacht. So, also gegen dieses spekulative Ding stellen wir die reale Erfahrung und dann eine Abschätzung, die oben drauf kommt und die den Spielraum von nochmal Zügen sieht, von 50 bis 54 Zügen, die dann möglich wären, wenn man nochmal investiert. Jetzt nochmal investiert. Wir hätten heute die Sitzung nicht, und das ist für uns die Argumentationsaussage, wir hätten die Sitzung heute nicht, wenn es, das sagte der Bahnchef im Endeffekt auch, wir würden das Ding immer bauen mit dem heutigen Wissen, wenn Stuttgart 21 nicht eine existenzielle Krise wäre. Sonst redet man nicht über Umstieg und Ausstieg. Die Bahn AG intern, der Herr Leger, der von der Bahn AG bezweifelt ist, bezahlt es natürlich, dass es da eine Grundlage gibt, aber wir sind in dieser Krise. Und in der Krise gibt es eigentlich nur, und das ist das, was man vernünftig machen kann, die Entscheidung nach vorne. Das heißt, wir stellen uns heute hin und haben zu betrachten, was kostet, wenn ich weiterbaue und was bringt es, wenn ich weiterbaue.
und was kostet es, wenn ich umsteige und was bringt es, wenn ich umsteige. Das ist alleine die Betrachtungsbasis, wenn man sagt, wir sind in einer Krise drin, wir bauen ein unwirtschaftliches Projekt. Weil sonst würde der paradoxe Zustand einkehren, dass man unwirtschaftliche Projekte bauen kann nach der Methode, man muss nur schnell genug einen Baufortschritt machen und dann wird plötzlich ein unwirtschaftliches Projekt wirtschaftlich. Dass das aber eine Veruntreuung ist oder ein Schaden ist für die Allgemeinheit, das ist jedem klar. Also, in der jetzigen Krise kann man nur den Blick nach vorne machen und auf Basis dessen ist zu betrachten, was würde Stuttgart 21 jetzt weiter kosten. Die Bahn AG sagt inzwischen selber 8,2 Milliarden Euro. Fiegel und Rössler, Bundesrechnungshof, die Instanzen, die bis jetzt immer recht hatten und im Rhythmus von etwa 2-3 Jahren dann auch die Bahn AG diese Zahlen ziemlich exakt eingeräumt hat, ja, da gehen jetzt nochmal 2-3 Jahre ins Land nach der neuen Kostenprognose von Fiegel und Rössler, dann werden es eher die 9,8 und Fiegel und Rössler sieht Indizien, dass es über 10 Milliarden werden, weil sie zum Beispiel, was die Bahndirektion in Stuttgart anging, mit 12 Millionen, das sind 50 Millionen gerechnet haben, weitere teure Nachbesserungen, die sie jetzt gefordert haben, zweigleisige Wendigapore, hatte Fiegel und Rössler einfach noch nicht, wo sie ihre Kostenprognose von 9,8 Milliarden Euro gemacht haben. Dass Chancen, wie die Bahn AG behauptet haben, realisiert werden, sehen wir nicht. Im Gegenteil. Das heißt, es wird sich irgendwo im Größenraum zwischen 8,2 unserer Meinung nach eher über 10 Milliarden ab. Heute haben wir die Aussage frisch von Herrn Leger, dass für Stuttgart 21 vertraglich gebunden sind ca. 3,8 Milliarden Euro. Also nicht mal die Hälfte. Wir haben noch weiter zu zahlen, wenn man jetzt die Zahlen nimmt von Fiegel und Rössler, die ich für plausibel halte, also noch in etwa 6 Milliarden Euro für Stuttgart 21. Man vertraglich gebunden müsste man auch nochmal diskutieren, weil vertraglich gebunden heißt nicht ausgegeben. Da gibt es Vergaben, aber wenn man Vergaben zurücknimmt, gibt es halt einen 5%igen Schadensersatz und eine Erstattung von erbrachten Leistungen. Aber wirklich verbaut ist im Mai, Stand Mai, Auskunft von Herrn Sturm, 2,5 Milliarden Euro. Es dürften jetzt 2,6 Milliarden Euro sein. Viel größer schätzt es, 3 Milliarden Euro sind verbaut. Stand heute. Zu diesen 3 Milliarden Euro kann man eben diese, sage ich mal, Vertragsabbruchkosten dazu rechnen. Das wären dann, die jetzt noch kämen, wenn man auf die 3 Milliarden haben, das wären in etwa 400 Millionen Euro, schätzt viel oder was noch. Also, heute kämen 400 Millionen Euro dazu für, jetzt bin ich bei der Seite, was kostet Umstieg, wenn man das Projekt, die rechtliche, vergabene, gebundene Geschichte rückabwickeln würde. Und was würde jetzt das zusätzlich kosten, wenn man die Verbesserungen macht, die wir, ich nenne sie doch ganz kurz, im Wesentlichen die Kerne, wir wollen die leistungsfähige Einbindung der Neubaustrecke ins Neckartal, die Güterverkehrsspanne zweigleisig ausbauen, wir wollen, dass die Neckarbrücke weiter genutzt wird, wir wollen die Neubaustrecke von Mannheim nach Stuttgart einführen, wir können die Panoramabahn weiterhin leistungsfähig einbinden. Wenn wir das machen würden und den Bahnhof modernisieren würden, dann kommen wir auf 1 Milliarde bis 1,2 Milliarden Euro. Fiegel und Rössler hat noch eine Luxusvariante, die dann nochmal 1 Milliarde Euro wert ist. Wir vergleichen also real ausgegeben Fiegel und Rössler 3 Milliarden Euro, also 6,8 Milliarden Euro muss man, wenn es 3 Milliarden ausgeben sind, noch zahlen, damit man Stuttgart 21 weiterbaut. Mit Kosten von etwa 1,6 Milliarden Euro, die Umstieg kosten würden. Wir sind also 5 Milliarden Euro, mehr als 5 Milliarden Euro billiger. Das ist nur die Kostenseite. Wenn man die Bahn AG zahlen, dann sind wir immer noch 4 Milliarden ja, günstiger wie Stuttgart 21. Wenn man die verkehrliche Sache nimmt, habe ich ja genannt, wird der Nutzen größer sein wie bei Stuttgart 21. Selbst im Stresstest war, mit Doppelbelegung und all den Problemen, die es dann gibt und der klaren Erkenntnis, dass der Bahnhof nur für 32 Züge festgestellt ist, was Sicherheitskonzepte etc. angeht, sehr relevant, weil 49 Züge könnten da im Endeffekt gar nicht fahren, sonst würde das Brandschutzkonzept nicht mehr gehen, weil dann wären viel mehr Leute unterwegs in der Bahn. So, das heißt also, wir kriegen für viel weniger Geld viel bessere Bahninfrastruktur in Stuttgart, vermeiden das Dilemma, ein unwirtschaftliches Projekt zu bauen. Ich kann nur sagen, also das ist ein gutes Angebot, das wir heute den Verantwortlichen im Verkehrsausschuss und der Deutschen Bahn AG machen und alles andere als ein Gesichtsverlust.
Darf ich ganz kurz noch eine Anschlussfrage stellen? Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein? Sie haben ja selbst schon mehrfach darauf hingewiesen, wie lernunfähig bzw. unwillig die Politik oftmals ist, Fehler zuzugeben, einzugestehen und dann umzusteuern. Also wenn ich mir jetzt da die Vertreter von der Union vorstelle und vielleicht auch der SPD, die dann in diesem Ausschuss sitzen und sich das alles anhören und natürlich auch wieder die Gegenseite hören und dann die Argumente, wir müssen jetzt einfach Augen zu und durch und so. Wie schätzen Sie das ein, diese Lage? Gibt es da wieder die paar grünen Spinner, die sozusagen... Die Grünen nicht mehr. Ja, die Grünen. Also, okay. Jetzt lassen Sie mich mal argumentieren. Ich argumentiere jetzt aber auch schon lange. Und deswegen kann man aus der Benennung der Sachverständigen vielleicht ein Indiz ableiten. Die Argumente der Sachverständigen, wird meine Forderung sein, muss sich ja niemand anschließen von den Abgeordneten, die dort sitzen. Ja, aber wenn die... ist ja irgendwie trotzdem ein gewisses Indiz da von Sachverständigen, die da benannt werden. Wir haben dort einen Professor, der teilweise die Lenkungskreisgeschichte moderiert, der also mit diesem Projekt auch verbandelt ist und bezahlt. Wir haben dort den Herrn Wittke, der direkt von jeder Milliarde, die dieses Projekt kostet, mehr profitiert. Also ich weiß nicht, inwieweit das ein Indiz ist, in welche Richtung sein Statement heute gehen wird. Wir haben dort den Herrn Leger, der bei der Bahn AG beschäftigt ist und der sich heute anmaßt, es gibt keine Grundlage, keine demokratische Legitimation. Also einer, der bei der Bahn AG beschäftigt ist, bei einem privaten Unternehmen, sagt der Demokratie, es gibt keine Legitimation für das, was ihr heute macht, über Umstiegsszenarien zu diskutieren. Finde ich schon ein starkes Stück, aber da sieht man, in welche Richtung es geht. Wir haben den Herrn Sarrazin, der nochmal zusätzliche Indizien liefert dafür, für was wir bei Untreue und politischem gewollten Projekt sehen. Wir haben den VCD, der genau die Schwachstellen von Stuttgart 21 benennt, wie wir sie tun, der die Aufstiegskosten als einziges Argument für dieses Projekt auseinander nimmt, der dann aber am Ende sagt, Baufortschritt und politische Mehrheiten führen nicht zum Projekt. Also da ist ein Indiz da, in welche Richtung das heute gehen könnte, aber ich habe schon erlebt und so gehe ich auch da rein. Entscheidend ist die Sitzung, was dort passiert, wie dort argumentiert wird. Und lassen Sie uns das, können gerne nochmal nach dem Ausschuss heute austragen. Wir machen uns viel Mühe, Sie sehen das an unserem Papier. Das war ein Auszug aus all dem, was die Bürgerbewegung, Experten, unterschiedlichste Art von juristischer Expertise bis verkehrlicher Expertise durch Fiegel und Rössler, das seit Jahren eingearbeitet wurde und gemacht wurde, in die Stellungnahme reingesteckt, haben das auch noch angehängt. Den Abgeordneten ist das Bürti-Gutachten, das Fiegel-Gutachten und die Ausarbeitung von Klaus Gebhardt zum Umstiegsszenario bekannt. Und was soll man von einer Demokratie behalten? Ich bin da optimistisch. Am Ende geht es um Argumente. Also ich darf das mit einem Wort ergänzen. Wir haben schon wesentlich schlechtere Zeiten erlebt. Und wir sind im Kommen, denke ich. Wir haben eine Menge von Faktoren. Wir haben einen langen Atem. Und wir haben die Resonanz von Ihnen hier als Medium. Und die Lebendigkeit und Stärke der Demokratie zeigt sich gewiss darin, ob sie lernfähig in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Der Vergleich zwischen Demokratie und Diktatur muss sich gerade darin zeigen, dass man auch Fragen wirklich offen, ergebnisoffen und wahrheitsbezogen, gerechtigkeitsbezogen angeht und sich dann darauf besinnt, dass wir damit eigentlich nur gewinnen können. Das Thema Gesichtsverlust ist ja hanebüchen. Ich verliere ein Gesicht, wenn ich einen Fehler korrigiere. Ja, bei Gericht ist es eigentlich anders. Derjenige, der tätige Reue zeigt, dem wird gesagt, naja, du hast immerhin hast dich als nachdenklich erwiesen, mit der Chance, solche krassen Fehler nicht zu wiederholen. Es kann doch nicht sein, dass wir daran zugrunde gehen, dass wir mal einen Fehler gesetzt haben vor über 20 Jahren und jetzt heute auf der Höhe der Zeit nicht in der Lage wären, das zu korrigieren. Also ich freue mich richtig darauf, mit Spannung
wird sehen, was da heute Nachmittag passiert. Und ich denke, es wird ein Ergebnis auch der Stärke der ganzen Gesellschaft, derer, die sie mittragen, sein, was dabei letztlich herauskommt. Natürlich setzen wir auch darauf, dass die Ermittlungen, die aufzunehmen sind, durchaus noch einen Warneffekt für die machtpolitisch Besessenen haben könnte, dass sie sagen, naja, das könnte mich halt doch noch persönlich treffen. Ex-VW-Chef Winterkorn hat das Verfahren in den USA. Der Vorstand muss prüfen, ob er sich, dass er sich keiner Untreue Vorwurf kassiert, weil er nicht überprüft, ob sein Vorgänger, ob der Amtsvorstand hier fahrlässig auch nur hier seine Pflichten nicht wahrgenommen hat. Also es gibt Signale aus der Rechtsprechung, aus anderen Bereichen und Impulse, die hier da sind von verschiedenen Seiten. Wenn die Dinge vorangehen, wir haben es nicht in der Hand, aber wir tragen dazu bei, so wie wir es können. Vielleicht mal, damit kein Missverständnis ist, unabhängig davon, wie das ausgeht, bleibt der Umstieg natürlich attraktiv. Ja. Ja, also, weil wenn man ein Projekt macht, das schlechter ist, wie das, was man heute hat, dann ist ein Umstieg immer gut. Und zweitens wird ja dann durch zum Beispiel die Fertigstellung der Anbindung von Bad Cannstatt aus der Umstieg billiger, weil sie dann mehr schon gebaut haben vom Umstiegskonzept. Ja, und ganz eine Frage, was passiert denn, wenn der Ausschuss in seiner Mehrheit heute dazu zu der Überzeugung gelangt, dass sie ihre Argumentation schlüssig ist? Dann können die ja nicht einfach entscheiden, jetzt stoppen wir Stuttgart 21, legen die Baustelle still, reißen ein paar Sachen ab und bauen irgendwie eine zweigleisige Strecke von hier nach da. Wie ist denn das die Abfolge von Entscheidungen im Zweifel? Darf ich den mal insofern aufnehmen? Wir haben die Situation aus dem Jahr 2013 in ähnlicher Weise gehabt. Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan für den Vorstand. Ja. Er muss Vorgaben, Weichenstellungen besorgen und es gibt Vertreter aus dem Verkehrsausschuss, die zugleich im Aufsichtsrat sitzen, der am 20. Juni bereits wieder sich trifft und auch über Stuttgart 21 beraten wird. Aber ich will nur sagen, es ist doch klar, dass ein Kontrollorgan, das sich auch an den Vorgaben des Aktienrechts, aber auch an öffentlicher Sinnhaftigkeit und Rechtmäßigkeit zu orientieren hat, weil sie selber in die Bredouille geraten können, dass sie das ernst nehmen könnten und sagen müssen, lieber Vorstand, nimm Verhandlungen mit den Projektpartnern auf über Alternativlösungen, wie es bereits in 2013 im Papier des Verkehrsressorts im Bundesministerium hier gesagt worden ist. Man müsse hier sondieren, ausloten, wie die Dinge wirtschaftlich sich auswirken. Aber es gibt eben Notwendigkeiten in der Richtung, um den Ball aufzunehmen. Wenn ein politisch gewolltes Projekt kann politisch beendet werden, durch Verhandlungen, man sich ernsthaft an den Tisch setzt, dann hat die Neubaustrecke zum deutlich schnelleren Nutzen für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Das ist, wie ich von der Zeitschiene sagen, weil das ja oft ein Argument ist. Das ist das Charmante an unserer Idee, dass wir in schnelleren Zeiträumen zu größerer verkehrlicher Wirkung kommen können durch ein Umstiegskonzept. Weil die Baumaßnahmen, die notwendig sind, zum Beispiel über das Neckartal die Neubaustrecke anzubinden, die sind in einem ganz anderen Umfang, die sind schneller zu realisieren und zu machen und sofort in den leistungsfähigen Kopfbahnhof einzubauen. Die Neckarbrücke-Anbindung wird auch vor Stuttgart 21 fertig werden. Also selbst was die Zeitschiene angeht, wenn man sich jetzt die Zeit nimmt zum Nachdenken, zum Neuorientieren, gemeinsam politisch verhandeln, vielleicht sogar mit den Unternehmen zu sagen, ihr könnt an anderer Stelle auch nochmal Geld verdienen. Eure Vergaben sind ja nicht alle verloren, sondern ihr könnt da auch noch mit einem anderen sinnvollen Projekt Geld verdienen, sich also auch auf der Ebene zu einigen. Dann wäre es jederzeit möglich, machbar. Also ich darf noch ergänzen, die Bauarbeiten sollten ausgesetzt werden. Das ist das Mindeste. Also stillhalten, weil jede Fortschreibung, die zig Millionen weiter in den Sand setzt, würde sich schädigend auswirken. Und man muss, das gab es auch früher schon, dass man sozusagen eine Denkpause oder eine Pause jedenfalls mal für die Sondierungen einsetzt, um zu klären, ob sich die Dinge bewegen lassen.
dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre hohe Intensität und Aufmerksamkeit, die Sie hier eingebracht haben, und wünsche Ihren Berichten und dem weiteren Verlauf ein gutes Gelingen. Also um 14.30 Uhr sehen wir uns dann voraussichtlich im Verkehrsausschuss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei der Pressekonferenz. Ja, es gab einige Streamer dabei. Ich empfehle euch daher nochmal, nachher heute Abend reinzuschauen, dass das komplett runtergeladen ist. Bis zum Mal, ciao. Thank you.